Hallo, heute geht es um Perspektiven und genau gesagt um die stürzenden Linien bei Perspektiven. Das heißt also, wenn die vertikalen Linien auseinanderlaufen. Ja, und ich will euch zeigen, wie man das vermeiden kann, stürzende Linien bei Perspektiven. Ich habe hier ein 3D-Modell mit einem recht hohen Turm. Gerade bei hohen Gebäuden tritt dieses Problem häufig auf, weil wir dann versuchen, die Kamera nach oben zu neigen und dann entstehen halt stürzende Linien. Ähnlich wie bei Fotoaufnahmen von hohen Gebäuden. Schauen wir uns mal die Perspektive an. Also ich habe hier eine Kamera aufgestellt, etwa hier mit Blickrichtung zu diesem großen Gebäude. Und im Moment ist die Ausrichtung horizontal, also die Blickrichtung ist horizontal. Ihr seht das auch an dem Aug- und Zielpunkt, 2 Meter jeweils, also horizontale Blickrichtung. Und ich verwende das Navigationsrad, Befehl Suche, linke Maustaste gedrückt halten, nach oben ziehen, immer gedrückt halten, linke Maustaste. Und nun sehen wir, wie die vertikalen Linien kippen. Also wir haben stürzende Linien. Und man kann auch sehen, dass jetzt der Zielpunkt bei 28 Meter circa liegt. Also die Kamera ist jetzt nach oben geneigt. Blickrichtung. Und das bewirkt eben die stürzenden Linien. So, wie können wir das vermeiden? Und trotzdem das gesamte Gebäude sehen. Also erstmal werde ich die Kamera wieder ausrichten. Auch das kann man mit dem Navigationsrad über dieses Radmenü, also Rechtsklick, Kamera ausrichten und wir sehen jetzt wieder die horizontale Blickrichtung. Dann scrolle ich ein bisschen kleiner und ich gehe jetzt nochmal in das Radmenü. Das kann man übrigens auch hier aufrufen über den kleinen Pfeil Radmenü und hier gibt es den Befehl Zuschneidegrenze verschieben. Das ist der Befehl, um den es geht. Damit kann ich jetzt den Zuschneiderahmen beliebig hoch, seitlich auf und ab bewegen. Und den Ausschnitt einstellen, wie ich mir das vorstelle. Also ich möchte möglichst viel auch von dem oberen Teil sehen. Abbrechen. Mittlere Maustaste gedrückt halten. Eventuell noch einmal ein bisschen korrigieren mit demselben Tool. Linke Maustaste gedrückt halten. Und ihr seht, das gesamte Gebäude passt jetzt in diesen Bildausschnitt hinein. Ja, und wir haben keine stürzenden Linien. Das war's schon und viel Spaß beim Ausprobieren.